In dem Kommentarbereich unter unseren Videos bekomme ich regelmäßig mit, dass viele von euch nebenberuflich selbstständig sind. Das ist meiner Meinung nach auch eine hervorragende Möglichkeit, um sich einmal selbst auszudrücken, selbst unternehmerisch quasi tätig zu werden, ohne zu großes Risiko einzugehen am Anfang. Und wenn es dann gut läuft, dann kann man auch Vollzeit selbstständig sein. Aber man hat tatsächlich verschiedene steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Vorteile. Ich lese aus den Fragen aber auch relativ häufig heraus, dass es noch relativ viel Unsicherheit gibt oder teilweise auch Verwirrung, welche Steuerart man denn jetzt eigentlich wann zahlen muss und welches Einkommen in welche Berechnungsgrundlagen irgendwie mit einfließen. Und deswegen dachte ich mir, ich nehme einfach mal ein separates Video auf, in dem ich ganz separat darauf eingehe, welche Steuern man zahlen muss, welche Freibeträge gelten und welches Einkommen jetzt wo rein mit reinzählt und so weiter. Starten wir mit dem Einfachsten und der Frage, welche Steuern müssen denn eigentlich gezahlt werden? Du als Angestellter, als hauptberuflicher Angestellter, hast auf deinen monatlichen Lohn- und Gehaltsabrechnungen ja Abzüge. Und zwar die Lohnsteuer und eine ganze Reihe an Sozialversicherungen. Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Arbeitslosenversicherung, Rentenversicherung und so weiter. Das heißt, das sind die Kosten, die du als Angestellter zahlst. Die überweist du zwar nicht aktiv, aber dein Arbeitgeber überweist diese Beträge für dich an das Finanzamt und zum Beispiel an die Krankenversicherung. Und nicht nur das, dein Arbeitgeber zahlt ja auch einen Teil der Krankenversicherung und der Rentenversicherung. Das heißt, dein Arbeitgeber stockt die Sozialversicherungsbeträge zumindest auf. Wenn du jetzt nebenbei selbstständig bist, dann öffnet sich so ein komplett neues Feld. Und zwar musst du einmal Einkommensteuer zahlen. Und da ist eine ganz wichtige Information. Die Lohnsteuer aus deinen Gehaltsabrechnungen, das ist tatsächlich auch Einkommensteuer. Das heißt, Lohnsteuer und Einkommensteuer ist genau das Gleiche. Kapitalertragsteuer ist übrigens auch das Gleiche wie Einkommensteuer. Das heißt, wenn du Zinseinnahmen hast oder in deinem Depot Dividendeneinnahmen hast und dann wird Kapitalertragssteuer von der Bank oder dem Depot einbehalten, dann ist tatsächlich das auch Einkommensteuer. Und all diese Einkünfte fließen zusammen in eine Einkommensteuererklärung. Aber du hast als Selbstständiger nicht nur mit der Einkommensteuer zu tun, sondern solltest auch die Umsatzsteuer und in vielen Fällen auch die Gewerbesteuer genau im Blick behalten. Ich habe zu dem ganzen Thema Steuern für Selbstständige auch schon mal ein separates Video aufgenommen. Das verlinke ich dir einmal oben rechts. Und alles, was ich in diesem Video gesagt habe, gilt tatsächlich für dich als nebenberuflicher Selbstständiger 1:1 genauso. Das ist nämlich eine ganz wichtige Information. Das Finanzamt unterscheidet gar nicht zwischen hauptberuflich und nebenberuflichen Selbstständigen. Das Finanzamt interessiert es überhaupt nicht, wie viele Stunden du jetzt angestellt bist oder wie viel du selbstständig bist, wie viel du Vermietungseinkünfte generierst, wie viele du Kapitaleinkünfte generierst. Das interessiert das Finanzamt überhaupt nicht. Wichtig ist nur, dass diese Einnahmen und Gewinne tatsächlich dann in der Steuererklärung zusammengeführt werden und auch alle ordnungsgemäß erklärt werden. Wie viel Zeit du dafür aufgewendet hast, das interessiert das Finanzamt tatsächlich gar nicht. Wen das wiederum interessiert, sind die Sozialversicherungen. Das heißt, vor allem für die Krankenversicherung ist es ein großer Unterschied, ob du hauptberuflich oder nebenberuflich selbstständig bist. Aber schauen wir uns erstmal alle Steuerarten genauer an. Und zwar als erstes die Einkommensteuer. Wie ich schon gesagt habe, Einkommensteuer, Lohnsteuer, Kapitalertragssteuer ist alles das Gleiche. Bei der Einkommensteuer erstellst du also nur eine Einkommensteuererklärung. Unabhängig davon, wie viele Einkommensquellen du hast. Ob du eine hast, 2, 3, 26, du machst eine Einkommensteuererklärung, wo du all diese Einkommensströme zusammen in einer Einkommensteuererklärung vereinigst. Bei der Einkommensteuererklärung hast du einen Freibetrag. Der beträgt ungefähr 11.000 Euro. Das ist der Grundfreibetrag. Der erhöht sich jedes Jahr so ein kleines bisschen. Und diese 11.000 Euro hast du tatsächlich auch nur ein einziges Mal. Das heißt, wenn du 50.000 Euro in deinem angestellten Hauptjob verdienst, dann sind diese 11.000 Euro schon aufgebraucht. Und wenn du jetzt nebenberuflich selbstständig bist und nochmal 10.000 Euro zusätzlich verdienst, dann hast du tatsächlich diese 10.000 Euro nicht steuerfrei, weil sie unterm Grundfreibetrag liegen. Das geht leider nicht, weil der Grundfreibetrag halt schon durch dein Anstellungsverhältnis aufgebraucht ist. Das bedeutet, dass du als nebenberuflicher Selbstständiger in der Regel prozentual mehr Steuern zahlst auf deine Selbstständigkeit als jemand, der hauptberuflich startet. Ehrlicherweise ist das auch nachvollziehbar, weil die Einkommensteuererklärung halt auf dich als Mensch schaut und du hast halt Einkommen. Wie du das jetzt aufteilst, ob du 60.000 Euro als Angestellter verdienst oder 50.000 Euro als Angestellter und 10.000 Euro als Selbstständiger, ist ehrlicherweise für dein Einkommen ja vollkommen irrelevant. Du hast als Selbstständiger aber nicht nur mit der Einkommensteuer zu tun, sondern auch mit der Umsatzsteuer. Die Umsatzsteuer ist umgangssprachlich als Mehrwertsteuer bekannt. Das heißt, das ist die Steuer, die wirklich auf allen Rechnungen, die wir so bezahlen, enthalten ist oder
Fast allen. Das heißt, wenn du irgendwo in den Supermarkt einkaufen gehst, wenn du in Urlaub fliegst und so weiter, dann ist da überall Mehrwertsteuer, also Umsatzsteuer, enthalten. Und auch für deine Leistung, also deine Dienstleistung, deine Produkte, die du verkaufst als Selbstständiger, da musst du grundsätzlich, musst du darauf Umsatzsteuer aufschlagen. Und diese aufgeschlagene Umsatzsteuer musst du an das Finanzamt abführen. Du darfst aber tatsächlich die Umsatzsteuer, die dir in Rechnung gestellt wurde, im Rahmen deiner Selbstständigkeit, damit verrechnen. Ist ein relativ komplexes Verfahren. Das Ganze heißt Umsatzsteuervoranmeldung. Dazu findest du eine ganze Reihe an Videos auf diesem Kanal. Du kannst aber tatsächlich darauf verzichten. Und zwar heißt dieser Verzicht Kleinunternehmerregelung. Das kannst du machen, wenn du unter 22.000 Euro im letzten Jahr lagst. Und auch hier stellt sich natürlich die Frage, 22.000 Euro von was? Wichtig, die Umsatzsteuer bezieht sich nur auf deine Selbstständigkeit. Das heißt, dein Gehalt hat bei diesen 22.000 Euro gar nichts zu suchen. Wir bleiben bei dem Beispiel. Du machst 50.000 Euro in deinem Hauptjob als Angestellter und 10.000 Euro nebenberuflich als Selbstständiger. Das sind tatsächlich nur die Gewinne. Bei der Umsatzsteuer interessiert der Gewinn aber nicht. Da geht es um den Umsatz. Gehen wir mal davon aus, dass du 20.000 Euro Umsatz machen musst, um die 10.000 Euro in deiner Selbstständigkeit zu erwirtschaften. Das heißt, du bist unter 22.000 Euro und dann kannst du tatsächlich die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen. Obwohl du neben deinem 50.000 Euro Bruttogehalt nochmal 20.000 Euro Umsatz machst. Das heißt, insgesamt fließen in deine Konten ja 70.000 Euro. Dann bist du zwar deutlich über den 22.000 Euro, aber die Umsatzsteuer und damit auch die Kleinunternehmerregelung, die schaut halt nur auf deine Selbstständigkeit. Bei der Umsatzsteuer aber noch ein ganz wichtiger Hinweis. Für die Umsatzsteuer bist du immer ein Unternehmen. Egal wie viele Selbstständigkeiten du parallel hast. Es könnte ja sein, dass du eine hauptberufliche Selbstständigkeit hast und auch noch eine nebenberufliche Selbstständigkeit. Für die Umsatzsteuer bist du tatsächlich ein Unternehmen. Das heißt, du kannst nicht einmal 20.000 Euro Umsatz machen und sagen, da bin ich Kleinunternehmer und im Nebenjob nochmal 15.000 Euro Umsatz machen und sagen, na, da bin ich auch unter 22.000 Euro, dann nehme ich nochmal die Kleinunternehmerregelung. Nein, das muss zusammengerechnet werden, zumindest in diesem Fall. Und dann bist du halt bei 35.000 Euro und überhalb der Grenze und dann kannst du die Kleinunternehmerregelung nicht mehr in Anspruch nehmen. Das Ganze gilt aber zum Beispiel auch bei Photovoltaikanlagen. Wenn du zum Beispiel eine Photovoltaikanlage hast und da umsatzsteuerpflichtig bist, dann zählen tatsächlich die Umsätze aus der Photovoltaikanlage, also die Einspeisevergütung und tatsächlich auch die Privatentnahme, die zählen zu deinen Umsätzen. Das heißt, in diesen Fällen musst du dann nochmal genauer schauen. In diesem Beispiel müsstest du dann nochmal genauer rechnen, was tatsächlich dein umsatzsteuerpflichtiger Umsatz ist. Und damit kommen wir einmal zur Gewerbesteuer. Die Gewerbesteuer musst du nur zahlen, wenn du dich als Gewerbetreibender angemeldet hast. Wenn deine Tätigkeit freiberuflich ist, dann hast du mit der Gewerbesteuer gar nichts zu tun. Das heißt, du musst keine Gewerbesteuererklärung abgeben und musst auch keine Gewerbesteuer zahlen. Du musst dann allerdings ein bisschen mehr Einkommensteuer zahlen. Was genau die Unterschiede sind, das habe ich auch schon mal vertiefend in einem anderen Video erklärt. Das verlinke ich dir einmal oben rechts und auch unten in der Videobeschreibung. Und bei der Gewerbesteuer hast du, zumindest wenn du Einzelunternehmer bist, einen Freibetrag auf deinen Gewinn, wichtig, jetzt reden wir nicht mehr über Umsatz, jetzt reden wir wieder über Gewinn, von 24.500 Euro. Das heißt, du kannst bis zu 24.500 Euro Gewinn machen, bevor du Gewerbesteuer zahlen musst. Und auch hier stellt sich natürlich die Frage, 24.500 Euro von was? Und das sagt eigentlich schon der Name der Steuer. Es heißt schließlich Gewerbesteuer. Das heißt, hier geht es wirklich nur um Gewinne aus deinem Gewerbebetrieb. Das heißt, auch da musst du deinen 50.000 Euro Vollzeitjob gar nicht mit reinrechnen. Bleiben wir bei dem Beispiel. Mit deiner nebenberuflichen Selbstständigkeit hast du 20.000 Euro Umsatz gemacht. Das waren 10.000 Euro Gewinn. Das bedeutet, du bist unter 24.500 Euro. In diesem Fall müsstest du keine Gewerbesteuer zahlen. Zusammengefasst können wir also sagen, die Umsatzsteuer und die Gewerbesteuer, die beziehen sich nur auf deine Selbstständigkeit. Und bei der Einkommensteuer, da wird das alles vermischt. Das heißt, die Einkommensteuer bezieht sich wirklich nur auf dich und dein Einkommen und da werden einfach alle Einkommensströme in einer Steuererklärung zusammengepackt. Was aber auch ein unglaublich wichtiges Thema ist, sind die Sozialversicherungen. Und da hast du als nebenberuflicher Selbstständiger unter Umständen sehr viele Vorteile. Denn es kann durchaus sein, dass du für deine nebenberufliche Selbstständigkeit gar keine zusätzliche Sozialversicherung abschließen musst. Und da hast du einen riesengroßen Vorteil. Weil wenn du hauptberuflich selbstständig bist, dann musst du selbst Krankenversicherung zahlen. Dann musst du selbst Pflegeversicherung zahlen. Unter Umständen auch Rentenversicherung. Und wenn du dich gegen Arbeitslosigkeit versichern möchtest, dann musst du auch das selbst bezahlen. Wenn du aber nebenberuflich selbstständig bist, und diese Selbstständigkeit tatsächlich eine untergeordnete Rolle spielt, dann musst du diese Versicherung, diese Sozialversicherung nicht noch einmal zahlen. Dann bist du quasi mit deinem Hauptjob mitversichert. Und deswegen ist das Ganze auch ziemlich attraktiv. Wenn dein Nebenjob, also deine nebenberufliche Selbstständigkeit, jetzt aber immer größer wird und immer mehr an Bedeutung gewinnt, dann kann es tatsächlich dazu führen, dass du irgendwann sozialversicherungspflichtig wirst. Ich möchte das ganze Thema Sozialversicherungspflicht hier an dieser Stelle nicht aufmachen. Ich würde dir aber dringend raten, dass wenn du vielleicht so ein bisschen an der
der Grenze bist, einmal mit deiner Krankenversicherung sprichst. Die Krankenversicherungen sind da in der Regel ja durchaus hilfreich und die können dir in der Regel sagen, wann und ab welchen Grenzen du jetzt tatsächlich Sozialversicherung zahlen müsstest. Ich hoffe, mit diesen Erläuterungen konnte ich dir schon mal weiterhelfen. Wahrscheinlich wirst du dich jetzt fragen, oh Gott, und wie rechne ich das jetzt alles aus? Du kannst das Ganze natürlich an einen Steuerberater abgeben und ich verlinke dir meine Empfehlung auch mal unten in der Videobeschreibung. Aber du kannst es natürlich auch selbst machen. Wichtig ist, wenn du dir jetzt Softwarelösungen anschaust, mit denen du deine Steuern erledigen möchtest, dann solltest du schauen, dass diese Softwarelösungen wirklich auch alles abdecken, was du brauchst. Weil wenn du angestellt bist und parallel selbstständig bist, dann musst du halt 2 oder 3 Steuererklärungen abgeben. Und dann reichen viele Steuererklärungstools nicht mehr. Also so ein Steuerbot oder Taxfix reichen dann nicht mehr, weil diese Softwarelösungen, die decken halt keine Selbstständigkeiten ab. Das bedeutet, dass die Softwarelösung, für die du dich entscheidest, die sollte so viel wie möglich abdecken. Also Buchhaltung, Umsatzsteuer, auch unterjährige Umsatzsteuervoranmeldungen, Gewerbesteuererklärung, Umsatzsteuererklärung, Einkommensteuererklärung, auch alle Anlagen, also die Anlage EUR, die Anlage G, die Anlage S. Das sind all die Funktionen, die ganz häufig bei Steuer-Apps nicht funktionieren. Und das Ganze solltest du dir natürlich vorher angucken. Es ist super frustrierend, 2 Stunden lang seine Steuererklärung zu machen, um dann anschließend festzustellen, dass beispielsweise die Anlage G nicht funktioniert oder du in der Software die Gewerbesteuererklärung nicht abgeben kannst. Ich habe da natürlich auch meine Empfehlungen. Wenn du zum Beispiel das Kontist Geschäftskonto benutzt, dann kannst du bei Kontist tatsächlich auch den Buchhaltungsplan abschließen und mit diesem Buchhaltungsplan kannst du quasi die Buchhaltung in deinem Bankkonto schon mitmachen und dann kannst du relativ leicht deine Buchhaltungsdaten aus Kontist übernehmen und bei Elster Online dann deine Einkommensteuererklärung, Umsatzsteuererklärung und Gewerbesteuererklärung abgeben. Eine andere Möglichkeit für Setup wäre das Kontist Geschäftskonto, LexOffice für die Buchhaltung und die Umsatzsteuervoranmeldungen und die Einnahmenüberschussrechnung und dann Smartsteuer für die Gewerbesteuer, Umsatzsteuer und Einkommensteuererklärung. Was du in diesem Zusammenhang natürlich nicht vergessen solltest, du solltest immer auf dem Laufenden bleiben. Also, was tut sich gerade im Bereich der Buchhaltung, Steuern und so weiter? Eine hervorragende Möglichkeit, auf dem Laufenden zu bleiben, ist ein Abo von diesem Kanal. Deswegen abonniere doch diesen Kanal, dann bleibst du immer auf dem Laufenden, wie du deine Buchhaltung am besten erledigen kannst. Ich habe dir alle meine Empfehlungen, die ich eben erwähnt habe, natürlich auch nochmal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Du findest sie aber auch hier. Oder du schaust dir einfach direkt eins unserer weiteren Videos an, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.